Willkommen zurück, meine Lieben, bei Kremenschuk in Runde 2. Ja. Irgendwann sollten hier die gegnerischen Truppen landen. Momentan sehen wir noch nicht so viel. Und ja, sind massenhaft Artillerien. Ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr genau, wo was alles ist. Okay, wir hatten hier eine. Es könnte hier hinten noch eine weitere sein. Das heißt, wir müssen ein bisschen vorsichtig sein. Wir haben auch nicht so viele Scouting-Infos. Wir wissen, dass hier eine Katyusha ist. Ansonsten wissen wir aber nicht so viel. Okay, weißt du was? Greif den hier mal an. Das ist schon mal eine Artillerie weniger. Wir haben hier so einen komischen Scout. Der hier nervt mich ebenfalls sehr. Ich will die Conscripts hier weg haben. Problem ist, die sind ein bisschen beschützt. Schauen wir mal, wie wir das suppressen können. Okay, das sollte einigermaßen okay sein. So, die haben sich verpieselt. Wundervoll. So, dann bringe ich gerne dich hier vor. Das bedeutet, wir können den hier mal wegmachen. Eine weniger. Ach, du kommst nicht. Du willst mir aber nicht. Ach. Du kommst nicht an den ran. Das ist ätzend. Leicht ätzend. Dann machen wir das Ding halt weg. Ich glaube, weil es rainy ist, ist auch jetzt generell das Angreifen ein bisschen schwieriger. Von dem her. Also wir müssen uns noch keine Sorgen um irgendwelche Luftangriffe machen. So, wir bringen dich nach vorne. Ich weiß noch nicht genau, was wir mit dem machen. Wir können ihn eins nach hinten schieben. Das ist nicht die beste Option. Hier angreifen ist, glaube ich, ein bisschen riskant. Das Problem ist, ich würde den hier eigentlich ganz gerne verwenden, um hier zu scouten. Hier sind auch super viele Artillerien. Was hast du für ein Scouting Range? 1. Nicht sonderlich toll. Okay, geh trotzdem mal hier hin. Ich meine, hier hinten war noch eine Katyusha. Ah, dass du sowas so viel abgekriegt hast, das erstaunt mich ehrlich gesagt ein bisschen. Du kannst schon eigentlich schon fast wieder zurück. Und dich aus der Mission verabschieden. Lass mich mal versuchen, den da wegzumachen. Sehr gut. Eine weniger. Die andere kriegen wir auch noch. Früher oder später. Ja, du wirst wohl einfach als Ziel dienen.
Weiß nicht, was ich mit euch mache, genau. Wir kriegen das Ding da erstmal nicht weg. Das sind Conscripts. Ah, ärgerlich. Okay, da ist auch nochmal eine. Wir hatten keinen anderen Move mit dem. Von dem her muss es sein. Wie gesagt, ich denke, hier hinten ist auch nochmal eine. Okay. Ambush. Ah, das war ganz schlecht. Das war ganz, ganz schlecht. Also, ich glaube, hier waren zwei da. Der ist super krass exponiert jetzt. Das ist eine ziemliche Katastrophe, wenn wir ehrlich sind. Das heißt, der hier kann auch nicht super gut angreifen. Versuch mal, das Ding einfach wegzumachen. Damn it. Dachte, wir müssen was riskieren. Aber jetzt sehen wir gar nichts mehr. Was machen wir mit Gustav? Die Jungs kommen auch gerade irgendwie nirgendwie super gut durch. Also, ich vermute, der greift den an, der greift den an. Ich denke, wir können uns hier hinstellen. Nächste Runde ist das Problem, ist es immer noch Muddy. Und dass du einen verloren hast, nervt mich ehrlich gesagt auch ein bisschen. So, wie weit vorkommst du? Okay, das war auch dumm. Jetzt sind wir auf diesem Sumpffeld stecken geblieben. Wir wissen, es ist noch eine zweite Artillerie hier. Und wir kommen hier nicht ran. Ah, das ist ärgerlich. Das ist super ärgerlich. Wir hätten hier eine Bridge-Infanterie mit Einheiten mitnehmen sollen. Wäre besser gewesen. Naja. Ich habe das Gefühl, diese Mission wird sehr kostbar werden. Ich spiele zu greedy. Gustav, weiß ich immer noch nicht genau, was wir tun. Die Anti-Air-Gun kann uns noch egal sein. Ich denke, wir reduzieren das Ding einfach mal. Ja, ansonsten, das hier. Das ist ganz gefährlich hier mit der Einheit. Ich glaube, ich lasse den da so. Das ist auch zwar zu greedy, hier einfach in ohne Sicht in den Fog of War rein zu preschen. Ich denke, nächste Runde können wir richtig angreifen, weil wir sollten First Strike haben, wenn es klares Wetter ist. Und ich denke mal, sie sind jetzt auch nicht viel besser dran, wenn sie angreifen, von dem her. Schauen wir mal, was sie tun. Wie gesagt, Flugzeuge momentan nicht wirklich relevant. Okay, die Katyusha geht darauf. Oh, du gehst auf die... Okay. Fein. Fein. Fein.
Okay, das ist auch gut. Was macht die Anti-Ärger an da? Okay, jetzt kommen die Conscripts. War minus 6. Okay, du greifst da an. Ich weiß nicht, ob er da die noch angreift. Nein, tut er nicht. Okay, wir sehen was. Hooray. Mehr Guns. Wer hätte das gedacht? Noch mehr Guns. Oh mein Gott. Aber, das heißt, wir können... gegnerische Fighter. Wir können bomben. Wir können bomben. Ich gehe mal hier hoch. Zu sehen, ob hier viel ist. Hier ist wahrscheinlich eine Flugabwehr drin. Aber wir können bomben. Zuerst sollten wir uns aber um die Fighter kümmern. Geh du mal dahin. Oh, da ist noch einer. Hier unten scheint nichts zu passieren. Ich schieß den da mal an. Einer weniger. Problem ist, es kommt keiner dahin. Weil es immer noch so verdammt muddy ist. Fast. Fast hätten wir das Ding. Ich denke, wir machen es weg. Artillerie, die weg ist, ist weg. Okay, du gehst dahin. Wir machen das so ein bisschen so. Dann haben wir hier drei Stück. Ich möchte erstmal die Fighter hier hochziehen. Die in Reichweite sind. Nein, du auch nicht. Du kommst an den hier ran. Das heißt, schauen wir, dass wir den mal wegmachen. Dann. Okay, da sind noch weitere. Gut zu wissen. Ich denke, wir machen das mal so. Ach, war ein bisschen dürftig. Okay, die Jungs sind schon mal gut unten. Das heißt, für uns... Wow. Wow. Wie schrecklich. Das war ja grauenhaft. Das war ja grauenhaft. Weg mit dir. Naja, der kommt nicht mehr raus. Der hier ist nach wie vor ein Problem. Okay, ihr kommt bis hierhin. Wow. 8 ist nicht schlecht. Da hätten wir eine 10-0. 3-0 nur bei den... Machen wir so. Es könnte sein, dass er die Stadt einnimmt. Müssen wir mal schauen. Glücklicherweise wurde diese Einheit nicht weiter belästigt. So, dann denke ich... Greif du mal da an. Oh, fast keine Munition mehr. Wow.
Das sind 4 Artillerieeinheiten. Plus diese blöde Katyusha. Wie machen wir das? Problem ist, der kann hier nicht durchrennen. Ich denke fast, wir müssen sowas hier in der Art machen. Dann. Ah, es reicht nicht. Es reicht einfach nicht. Den noch mal ein bisschen runterbringen. Das Problem ist, der ist komplett suppressed. Machen wir erstmal das Ding da weg. Und ich meine, wirklich was haben tun sie nicht mehr. Eine weniger. Vielleicht kommt der Scout hier ran. Ich weiß jetzt nicht, ob das der Move aller Moves ist. Aber das war schon mal gar nicht so schlecht. Ja, der ist nicht suppressed, also die größere Gefahr. Einer weniger. So, der ist komplett suppressed. Das heißt, den hier können wir eigentlich... Ich denke mal nicht, dass der... Ja, der greift nicht mal zurück an. Völlig ungehindert. Der surrendert sogar. Wow, okay. Gute Sache. Das heißt, wir können vorpreschen. Sie stehen nicht mehr dumm auf der offenen Fläche rum. Okay, da ist keiner. Einmal auf den da bitte. Einer weniger. Mist. Ah, ärgerlich. Ärgerlich. Das hätte jetzt nicht unbedingt sein müssen. Aber was soll's. Machen wir ihn so weg. Wir müssen ein bisschen aufpassen wegen gegnerischen Flugzeugen, weil viele von unseren Fightern sind da oben quasi blockiert. Du kommst nicht rechtzeitig hoch. Was mit dem Ding hier? Das hat sich sehr stark exponiert. Hier ist generell, das gefällt mir nicht so ganz, wie das hier läuft. Eine 8-1. Ich glaube, die drei sind momentan egal. Die können nicht so viel machen. Nächste Runde ist es immer in der Boden trocken. Von dem her, das ist schon mal was. Ja, greift den einfach mal an. Was haben wir? Eine 8-0. Auch eine 8-0. Okay. Das Problem ist, ich kann nicht in den Wald reingehen, sonst werde ich von der Infanterie verprügelt. Das heißt, wir machen das mal so. Anti-Airgun ist weg. Bedeutet für uns, wir können bomben. Und zwar die Katyusha natürlich. Ein Hooray dafür.
Greift er zurück an? Nein, tut er nicht. Wir können auch den hier angreifen. Der geht einfach hinter die feindlichen Linien und zerstört eine Einheit nach der anderen. So lobe ich mir das. Du hast da eine 9-1. Wir könnten den wieder nach vorne bringen. Würde ich das tun? Okay, der hat noch sehr viel unsuppressed. Greift er zurück an? Tut er nicht. Okay, weißt du was? Geh auf den Scout. Hier in den Wald reinzugehen, ist, glaube ich, nicht die beste Idee. Wegen der Artillerie. Hier auf offenem Felde zu stehen, ist auch nicht die beste Idee. Da haben wir zwei Artillerien. Oder wir bomben mich. Wobei wir wissen nicht, was hier im Fog of War noch alles auf uns lauert. Wo sind die ganzen Bomber eigentlich? Ich denke, wir bomben ihn mal noch. Wenn ich den hier töte, könnte der hier reingehen. Dann ist allerdings sind die Kratschützen sehr exponiert. Plus den hier würde ich eigentlich auch ganz gerne versuchen, irgendwie ein bisschen runterzubringen. Eine minus 4. Gar nicht schlecht. Okay, wir haben die Katyusha, die zurückfeuern würde. Okay, ich denke mal, das sollte okay sein. Dicker Panzer weg. Die zwei Artillerien sollten soweit eigentlich keine Gefahr mehr darstellen. Deswegen gehen wir mit dir mal darüber. Der ist, glaube ich, jetzt nicht der beste Panzer. Was hat er für eine Initiative? 2. Ja, der hat schlechtere Initiativen als die beiden. Also ich glaube nicht, dass der da großartig was reißen kann. Der ist angeschlagen. Den hier könnte man noch bomben. Hier unten Supplies für dich. Machen wir den ein bisschen runter. Dann kann er auch nächste Runde nichts mehr machen. So, du gehst mal hier hin. Beschützt die ganzen Flugzeuge. Ich kann mir gut vorstellen, dass jetzt weitere gegnerische Flugzeuge im Anmarsch kommen werden. Ich weiß ja nicht genau, ob ich euch wirklich da brauche. Plus wir haben dich noch. Dich haben wir auch noch. Ha. Huh. Sieben suppressed. Ich glaube nicht, dass wir diese Runde noch großartig da was machen. Okay, da hat sich verzogen. Du kommst leider nicht ganz bis da hoch. Der Tiger hat wahrscheinlich genügend Air Defense, dass er nicht gebombt wird. Wobei, ich meine, was wollen wir beschützen eigentlich? Eigentlich würde ich die drei Artillerien gerne beschützen. Das liegt aber nicht drin. Ich möchte den Fighter hier hochziehen generell, damit wir in der nächsten Runde da weiter angreifen können. Ich denke mal, diese Artillerie. Oder die hier.
Lass uns mal hier hingehen. Ich ziehe... zieh dich ein bisschen zurück. Wie viel Vision hast du? Eins, eins. Eigentlich dürfte ich hier keine Vision haben auf den. Von dem her lasse ich den mal da. Das ist viel zu teuer. Das ist viel zu teuer. Machen wir sowas? Oder können wir dich irgendwie brauchen, um irgendjemanden einzukesseln? Wir könnten das Ding etwas malträtieren. Ich glaube, das ist der beste Move, den du hast. Ich meine, es sind nur Conscripts. Aber ja, generell, ich würde sagen, die Level-Bomber würde ich dann auch nach oben ziehen. Weil es scheint noch einiges an Fahrzeugen zu kommen da. Ja, die zwei Bomber hätte man vielleicht auch beschützen können sollen. Wir werden sehen, was er tut. Da kommen zwei dickere Panzer. Aber wir haben hier so ein bisschen ein Dreieck. Das, plus auch keine Vision. Das Einzige, was mir ein bisschen Sorgen macht, ist das Ding hier. Wo aber eigentlich auch keine Vision drauf haben sollte. Von dem her, ja, hier würde das gewisse Dinge einnehmen. Der wird wahrscheinlich hier reingehen und den angreifen, aber das ist nicht wirklich viel, was wir dagegen tun können. Irgendwas Wichtiges, das noch nicht gezogen ist? Ich glaube nicht. Ich glaube, es ist okay. Wir machen erstmal die Artillerien zu Ende. Hinten scheinen langsam die Panzer jetzt nachzukommen. Ich denke, dann werden wir uns wahrscheinlich zurückziehen müssen. Hier ist es schon mal leer. Aber hat jetzt auch noch eine Runde Marty, das heißt, die Panzer kommen nicht so weit. Gerade in dem unebenen Terrain, was nicht auf der Straße. Schauen wir mal, was er tut. Okay, das war fies. Das war zu erwarten. Ja, das habe ich befürchtet. Das ist okay. Den Elefanten gehst du auch. Okay, da ist einer rausgekommen. Der greift den da an, ne? Okay, das hätte nicht... Das war nicht so super übel. Neue Grenadiere, 44 plus ein Sturmtiger. Das ist eine Artillerie wahrscheinlich. Sehr interessant. Werden wir uns dann anschauen. Und ein neues Eisenbahngeschütz, das wahrscheinlich ja ein bisschen teuer ist. Nun gut, meine Lieben, an dieser Stelle machen wir erstmal einen Break. Beim nächsten Mal geht es hier weiter. Würde mich freuen, wenn ihr dann auch wieder mit dabei seid. Bis dann, macht's gut, euer Northgate.